Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Namentlich Age of Mythology. Da muss ich mich gleich mal am Anfang loben, erstmal richtig ausgesprochen. Puh, ich dachte schon, ich zapp direkt ins erste Fettnäpfchen. Aber alles gut, es hat sich gelohnt, nochmal in so ein Online-Wörterbuch zu gucken. Ja gut, lassen wir das an dieser Stelle erstmal außen vor. Age of Mythology, oh, schon wieder richtig, gehört mit zu den, oder ist mit von den Entwicklern der Age of Empires Reihe, was man sich schon wahrscheinlich grob am Namen hatte ableiten können. Und ich würde sagen, wir tun jetzt hier gar nicht so lange rum. Ich schaue erstmal, wo wollte ich denn hinklicken, genau. Spiel lernen und dann geht's hoffentlich nicht direkt los. Nein, da gibt's ein Tutorial, das schauen wir uns natürlich an. Und was kann ich denn sonst am Anfang ein bisschen sagen? Ich bin eigentlich wieder total hippelig auf das Spiel. Seit gefühlt 20 Jahren mal wieder ausgegraben, um das Ding zu spielen. Ja, drei Völker gibt's, Wikinger, Ägypter und die Griechen. Der Sound hat schon nachgelassen, das heißt, ich sollte hier gar nicht mehr so viel Zeit verplempern, aber eine kleine Sache muss ich noch loswerden. Es hat gefühlt ewig gedauert, also in Zeiteinheiten wahrscheinlich 2-3 Tage, bis dieses Spiel laufen wollte. Es ist ja nicht die Steam-Version, sondern auch die Uralt-Version in Anführungszeichen von der CD herunter installiert, bis man sich da endlich mal durchgewurstet hat. Es war ein Traum. Vielleicht auch ein Albtraum, aber das lasse ich an der Stelle erstmal außen vor. Lassen wir das an der Stelle mal. Ich möchte jetzt doch erstmal in dieses Lernprogramm hineinspringen. Moment, ach ja genau, und hier Ägypter und Wikinger. Soweit ich weiß, kommen die Völker der Reihe nach in der Kampagne. Ich erinnere mich da dunkel, das heißt, bevor wir das jeweilige Volk spielen werden, würde ich sagen, können wir dann immer eine entsprechende Einführung dazwischen schalten. So, jetzt halte ich aber die Klappe und wir gucken mal, was gibt's denn im Lernprogramm. Age of Mythology handelt von Helden und Monstern, mächtigen Armeen und großen Taten. Führen sie ihre Kultur durch die Zeitalter. Von den bescheidenen Anfängen in einem kleinen Dorf bis hin zu mächtigen Zitadellen, die unter dem Schutz der Götter stehen. Reißen sie die Mauern von Troja nieder. Bekämpfen sie die Riesen in den Eiswüsten nahe Midgard. Und schlagen sie die Armeen der Anubiter im Treibsand Ägyptens. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit verleihen die Götter ihnen vielleicht eines Tages gewaltige Kräfte in Age of Mythology. Heute ist ihre Aufgabe einfach. Der Held Akanthos ist zu einer Insel weit entfernt von seiner Heimat Atlantis gesegelt, um den Zyklopen zu suchen. Es wird Akanthos und seinen Jägern großen Ruhm einbringen, diese sagenumwobene Bestie zu töten. Aber bevor wir es mit diesem mythischen Wesen aufnehmen, müssen wir lernen zu marschieren. Um Akanthos auszuwählen, klicken Sie auf die linke Maustaste. Das mache ich doch direkt einfach mal. Aber gerade als dieser Film gelaufen ist, ist es mir wieder eingefallen. Natürlich, wir haben hier die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit, das Vorgehen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Einheit, um sie auszuwählen. Gut, dann schwadroniere ich später. Wir klicken jetzt erstmal auf Akanthos. Rechts klicken Sie auf eine Stelle neben der blauen Fahne, um sich entlang dieses Pfades zu bewegen. Das mache ich. Versuche ich jetzt wieder dazwischen zu quatschen? Nein, wir gehen erstmal dahin. Wenn Sie einmal nicht wissen, was als nächstes zu tun ist, überprüfen Sie die Zielefahne. Klicken Sie zum Anzeigen des aktuellen Ziels auf die blinkende Zielefahne. Das tue ich doch mal direkt. Bewegen Sie die Maus zum oberen Bildrand, um die Ansicht im Hauptbildschirm zur nächsten Fahne zu verschieben. Gut, rechts klicken Sie auf den Boden neben der nächsten Fahne, um sich entlang des Strandes zu bewegen. Okay, mache ich sofort. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben jetzt hier die ganzen Themen rund um Mythologie und Co. Sprich, wir gehen weg vom historischen Age of Empires und schlagen uns quasi mit allerlei Fabelwesen herum. Fabelwesen, Mythologiewesen, ja gut, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und wir steuern als erstes einen griechischen Helden. Und ich wollte noch ganz viele andere Sachen sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Deswegen schweige ich erstmal still und wir laufen der Tutorial-Dame hinterher. Wahlweise befolgen die Pfade, die die Tutorial-Dame für uns angibt. Dort kommen die anderen Krieger aus Atlantis. Ziehen sie einen Rahmen um Akanthos und die anderen Männer. Ich dachte schon, wir wären erstmal angegriffen, aber nein, die haben ja unsere Fabel. Markiert und bewegen sich als Gruppe. Folgen Sie dem Pfad bis zur nächsten Fahne. Aber mit dem allergrößten Vergnügen. Akanthos und seine Männer haben diesen Teil der Insel noch nicht erkundet, sodass ein Teil des Pfades noch in Dunkelheit liegt. Der schwarze Bereich stellt unerforschtes Gelände dar. Sofort geht der Pfad des Ungeheuers weiter. Rechts klicken Sie auf die Fahne, wo der Pfad jenseits des schwarzen Bereiches weitergeht.
Die Männer decken den Pfad auf, während sie sich voranbewegen. Esto. Das klingt doch schon mal ganz gut. Malista. Ich möchte bloß nicht die Dame unterbrechen, nicht, dass sich da was überschneidet. Also vom Gespräch her. Ausgezeichnet. Folgen Sie dem Pfad bis zur nächsten Fahne. Ja gut, gerade über den Fluss gehen, das könnte ich mit ganz viel Anstrengung noch schaffen. Hier liegen schon die ersten Toten. Achten Sie auf das rautenförmige Fenster rechts unten im Bildschirm. Dies ist die Minikarte. Die Minikarte zeigt Ihnen an, wo Sie sich befinden und welche Bereiche noch unerforscht sind. Wenn Sie die Minikarte links klicken, wird die Ansicht im Hauptspielfenster an die entsprechende Stelle verschoben. Alles klar. Wenn Sie fertig sind, folgen Sie weiter dem Pfad und spüren Sie den Zyklopen auf. Den spüre ich natürlich mit dem allergrößten Vergnügen auf, aber ich wollte gerade sagen, es passiert ja gar nichts, wenn ich hier zum nächsten Dorfzentrum zentrieren will, wahlweise zu meinem Dorfzentrum. Welch Wunder, wir haben ja auch keins. War natürlich wieder sehr schlau. Aber gut, wir jagen den Zyklopen in der ersten Tutorial-Mission oder in der ersten Einführungsmission, in der ersten Lernmission, wie auch immer. Hier sind ganz viele Tote und wo wird er denn sein? Bestimmt nicht hier hinten im Eck. Nee. Ja, sag ich auch. Der Zyklop. Wählen Sie zum Angreifen Ihre Einheiten aus und rechtsklicken Sie auf den Zyklopen. Das schaffe ich gerade noch so. 600 Lebenspunkte. Es gibt zwei verschiedene Rüstungen, sehe ich hier. Das eine war, glaube ich, Prozentsatz des Schadens bei Hackangriffen und das andere war, glaube ich, Stichangriffe, wollte ich sagen. Jawohl, und die erste Mission gleich erfolgreich abgeschlossen. So schaut es doch sehr gut aus. Was wollen wir denn tun? Wir sind auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel unterwegs. Den können wir erstmal, denke ich, so lassen. Das nächste Szenario natürlich. Was denn auch sonst? Wir sind zurück. Um die Götter zu ehren, müssen sie jeweils 100 Einheiten Nahrung, Holz und Gold sammeln und dann einen Tempel bauen. Das kriege ich hin. Die Anzeigen unten links geben an, dass sie bereits über Nahrung verfügen. Wenn sie weitere Rohstoffe sammeln möchten, müssen sie ihre Nahrung einsetzen, um einen Dorfbewohner zu erzeugen oder auszubilden. Das blinkende Gebäude ist ein Dorfzentrum. Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf, um es auszuwählen. Klicken Sie nun auf die blinkende Schaltfläche, um einen Dorfbewohner auszubilden. Hierzu benötigen Sie Nahrung. Sie können den Ausbildungsfortschritt anhand des blinkenden Symbols am unteren Bildschirmrand links neben der Minikarte überprüfen. Sehr gut, Sie haben einen Dorfbewohner ausgebildet. Dankeschön, Dankeschön. Links klicken Sie zum Sammeln von Rohstoffen auf einen Dorfbewohner und rechts klicken Sie dann auf den Rohstoff. Die blinkenden Ziegen sind zum Beispiel eine gute Nahrungsquelle. Wenn Sie einen Dorfbewohner ausgewählt haben, rechts klicken Sie auf eine der Ziegen. Der Dorfbewohner sammelt so lange, bis er voll beladen ist und deponiert den Rohstoff dann im Dorfzentrum. Ich wollte gerade unglaublich einen lustigen Witz machen mit der Rohstoffquelle Ziege, aber da hat mir die nette Dame leider wieder dazwischen gefunkt. Wahrscheinlich hat sie den schlechten Witz schon kommen sehen. Deswegen, ich habe nichts gesagt. Oh nein, die arme Ziege. Der Dorfbewohner sammelt so lange, bis sie ihn anweisen, aufzuhören oder bis keine Ziegen mehr vorhanden sind. Immer her mit der Nahrung, das klingt gut. Sehen Sie, dort kommen Dorfbewohner, um beim Sammeln zu helfen. Ein Glück, ich dachte schon. Markieren Sie einen weiteren Dorfbewohner und rechts klicken Sie auf das blinkende Feld. Ich habe jetzt einfach mal Leute zum Holzfällen geschickt und die schicke ich mal noch mit zur Nahrungsbeschaffung. Sammeln Sie nun Holz von den Bäumen und Gold von den Goldminen. Wählen Sie einen Dorfbewohner aus und rechts klicken Sie dann auf den Rohstoff. Das sollte, denke ich, soweit gehen. Ja gut, hier hinten wird erstmal das Feld beackert. Das Feld wird nie leer, das ist aber schön. Das passt mir sogar sehr gut in den Kram, weil da muss ich nicht immer wieder drüber nachdenken, das Feld neu zu besetzen. Kann ich denn selber schon Felder oder sowas bauen? Wenn Sie nicht wissen, was als nächstes zu tun ist, überprüfen Sie die Zielefahne. Ja, aber wir wissen doch, was... Klicken Sie zum Anzeigen des aktuellen Ziels auf die blinkende Zielefahne. Aber wir wissen doch, was zu tun ist. Ich meine, ich bin zwar ab und zu leicht vergesslich, aber so schlimm ist es doch noch nicht. Oder? 100 Holz, 100 Gold, 100 Nahrung. Nee, passt doch. Sie verfügen über ausreichend Nahrung.
Sie verfügen über ausreichend Holz. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich mir doch gemerkt. Aber wenn wir hier schon über genug Rohstoffe für diese Mission verfügen. Rohstoffe? Habe ich gerade Rohstoffe gesagt? Ich glaube schon. Falls ja, sollte das natürlich Rohstoffe heißen. Aber wenn ich das weiß, können wir hier schon mal direkt anfangen, weil wir sie hier mitmachen, Gold zu sammeln. Wenn wir bloß 100 von ihm sammeln, sonst sind wir hier gleich fertig mit dieser Mission. Das geht tatsächlich ziemlich fix. Aber gut, klar, so ein Lernding zum Reinkommen ist natürlich nie verkehrt. Gerade hier die Sachen, wenn man zum Beispiel Age of Empires 3, müsste das gewesen sein, gespielt hat, da laufen die Einheiten ja nicht mehr zum nächsten Gebäude, um die Nahrung oder um die Ressourcen gleich abzuliefern, sondern die werden ja gleich automatisch in das jeweilige Konto hinein transferiert. Über ausreichend Gold. Und das ist schon sehr komisch, wenn die wieder hin und her laufen. Sie haben genügend Rohstoffe für den Bau eines Tempels. Wählen Sie einen Dorfbewohner aus. Beziehungsweise trifft es ungewohnt wahrscheinlich genauer. Sehen Sie die Schaltflächen links unten im Bildschirm? Sie stellen die Gebäude dar, die der Dorfbewohner bauen kann, zum Beispiel Häuser und Kornspeicher. Ja, da habe ich gerade ein Feld gesucht. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche für den Tempel und dann in das Spielfenster, um ihn zu platzieren. Aber selbstverständlich, da holen wir uns gleich mal noch zwei Leute dazu, damit das schneller geht. Denken Sie daran, dass nur Dorfbewohner Rohstoffe sammeln können. Der Dorfbewohner, der den Tempel errichtet hat, hat angefangen zu beten. Hierdurch steigen sie in der Gunst der Götter. Durch zusätzliche Anbeter steigt ihre Gunst schneller. Wählen Sie weitere Dorfbewohner aus und rechtsklicken Sie dann auf den Tempel. Reicht das so? Was soll ich tun? Moment, ich auf die Ziele gucken. 5 Einheiten Gunst erwerben. Wir haben 3, 4. Okay, das geht ziemlich schnell tatsächlich. Ihre Opfergaben haben den Göttern gefallen. Und da scheint auch gleich die Sonne auf uns runter und das zweite Szenario ist fertig. Das heißt, ja komm, machen wir gar nicht lange rum, direkt in die dritte Einführungsmission. Dort! Piratenschiffe! Das könnten Camos Piraten sein. Schnell, zurück zum Lager. Diesen Empfang werden sie nicht so schnell vergessen. Arcanthus und seine Jäger sind zwar mächtige Krieger, aber um die Piraten zu besiegen, benötigen sie eine größere Armee. Da sie bereits über einen Tempel verfügen, sollten sie aber zunächst zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Wählen Sie das Dorfzentrum aus. Mithilfe der blinkenden Schaltfläche können Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Klicken Sie jetzt darauf. Durch die Wahl untergeordneter Götter wird festgelegt, welche mythischen Wesen Ihnen zur Verfügung stehen und welche Kräfte die Götter Ihnen gewähren. Für jedes Zeitalter kann nur ein untergeordneter Gott ausgewählt werden. Treffen Sie Ihre Wahl also mit Bedacht. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, klicken Sie auf die Darstellung eines Gottes, um zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten. Da hatte jeder Gott echt sehr viele Sachen jeweils, die er zur Unterstützung des jeweiligen Volkes mit sich bringt. Aber ich glaube, was mir am meisten immer gefallen hat, ich bin mir aber nicht mit 100% sicher, war dieser Hydra-Moment. War das die mit... Mythische Einheit, genau, der neue Köpfe wachsen, wenn sie Soldaten und mythische Einheiten tötet. Das fand ich immer ziemlich genial. Da gab es, ich glaube, die 5-köpfige Hydra als Maximum. Das finden wir auf jeden Fall mal raus. Vielleicht noch nicht im Tutorial, aber wir werden da das Ganze auf jeden Fall mal anschauen. Wahlweise irgendwann noch zu Gesicht bekommt, denke ich. Was haben wir hier noch? Angriffsstärke, Bewegung. Ja, komm, wir nehmen einfach mal ihn hier. Es wird schon soweit passen. Lassen Sie uns jetzt Ihre Armee vergrößern. Aber selbstverständlich. In der Akademie sind Sie in der Lage, Hopliten auszubilden. Wählen Sie einen Dorfbewohner aus. Die Akademie blinkt. Sie haben ausreichend Rohstoffe. Also wählen Sie die Akademie aus und platzieren Sie sie. Sie können weitere Dorfbewohner zum Bau abkommandieren, indem Sie eine Gruppe markieren und auf das Fundament der Akademie rechtsklicken. Ein paar jedoch sollten weitere Rohstoffe sammeln. Ja, ich denke, wir sind so erstmal ganz gut aufgeteilt. Ich wollte schon sagen, wann kommt es denn zum Militär? Zu Militärtaktiken? Die Akademie ist fertig. Wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, um einen Hopliten auszubilden. Bevor es langweilig wird, gehen wir natürlich auch gerne in die Militärsachen hinein. 2 Bevölkerungseinheiten, 50 Nahrung, 40 Münzen. Durch einmaliges Klicken werden mehrere Hopliten nacheinander ausgebildet. Bilden Sie zur Verteidigung des Lagers zunächst nur 4 Hopliten aus. Warum nur 4? Oder warum gerade 4 und nicht 3 oder 5? Sie haben das Bevölkerungslimit erreicht. Befehlen Sie einem Dorfbewohner, ein Haus zu bauen, um das Bevölkerungslimit zu erhöhen. Wählen Sie einen Dorfbewohner aus.
Die Schaltfläche für das Haus blinkt. Nee. Wählen Sie es aus und platzieren Sie es. Wir machen einfach mal eine Pause, dann kann man auf jeden Fall genug von brauchen, denke ich. Ja, und es geht auch sehr schön und sehr schnell mit dem Aufbauen. Ja, das passt. So, hier unser Hoplit. Das ist kein Hoplit, das ist ein Stockkämpfer. Mit jedem neuen Haus wird das Bevölkerungslimit erhöht. Sie können aber höchstens 10 Häuser bauen. Um das Bevölkerungslimit noch weiter zu erhöhen, könnten Sie weitere Siedlungen für sich beanspruchen. Zum Beispiel diese hier. Wählen Sie einen Dorfbewohner aus. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche. Die meisten Gebäude können beliebig platziert werden. Ein Dorfzentrum kann jedoch nur innerhalb einer Siedlung errichtet werden. Alles klar. Platzieren Sie das neue Dorfzentrum so wie alle anderen Gebäude. Anstatt jedoch auf ein freies Stück Gelände zu klicken, klicken Sie direkt auf die nicht beanspruchte Siedlung. Jetzt hätte ich fast den Hopliten quer über die ganze Karte geschickt. Eieiei. Aber ich möchte es hier nochmal anmerken, der schaut nicht wie ein Hoplit aus, sondern bloß wie ein Stock- und Speerkämpfer. Also der ist bestimmt auch nicht schwach, aber im Vergleich zu den anderen richtigen Hopliten, die man sich da unter dem Namen vorstellt. Der Turm könnten wir die Piraten bereits im Anmarsch ausmachen. Die durch die Fahne markierte Stelle wäre der ideale Standort für einen Abwehrturm. Schaut er schon ziemlich schwach aus. Dann den Abwehrturm und errichten Sie ihn in der Nähe der Fahne. Ja, aber selbstverfreilicht, junge Dame. Das ist doch alles gar kein Problem. Ich baue am besten gleich mal 2 Stück. Denn damit kriegen wir auf jeden Fall genug Feuerkraft noch her. Nun können wir sehen, wenn sie kommen. Für noch besseren Schutz sollten Sie Ihren Turm aufrüsten. Wählen Sie den Turm aus. Wenn Sie auf die blinkende Schaltfläche klicken, werden all Ihre Türme zu Beobachtungstürmen weiterentwickelt. Klicken Sie jetzt. Also ich behaupte einfach mal, dass 2 Türme besser sind. Vielleicht sind die 2 überhaupt nicht hilfreich. Magische Kreaturen werden im Tempel herbeigerufen und können im Kampf gegen feindliche Einheiten und Gebäude sehr effektiv sein. Wählen Sie den Tempel aus, das blinkende Gebäude in der Nähe des Dorfzentrums. Sie verfügen über ausreichend Gunst und andere Rohstoffe, um einen Zentaur herbeizurufen. Er ist schnell und eine hervorragende Angriffseinheit. Mit ihm können wir die Insel erkunden und das Piratenlager ausfindig machen. Rufen Sie einen Zentaur herbei, indem Sie auf die blinkende Schaltfläche klicken. Ja gut, die letzten 30% dieser Ausbildung sind quasi... Ach, da muss ich gar nicht schwadronieren, wir sind schon fertig. Die Menschen kommen näher. Läuten Sie die Dorfglocke, um Ihre Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen. Wählen Sie das Dorfzentrum aus. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche für die Dorfglocke. Das geht echt in dem Tutorial ziemlich fix. Wenn die Dorfglocke läutet, suchen die Dorfbewohner im nächstgelegenen Dorfzentrum oder Beobachtungsturm Zuflucht. Und der erste Angriff. 2 Leute? Ja gut, das Sie haben den ersten Angriff der Piraten abgewehrt. Schicken Sie Ihre Dorfbewohner nun wieder an die Arbeit. Wählen Sie das Dorfzentrum aus. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche. Die Dorfbewohner verlassen nun den Schutz des Dorfzentrums und begeben sich wieder an die Arbeit. Also dieser Angriff, der war jetzt nicht so spannend, wie ich mir den vorgestellt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie haben genügend Soldaten ausgebildet, um die Piraten zu besiegen. Ihr Lager befindet sich hier. Sammeln Sie Ihre Armee und schicken Sie sie in den Kampf. Oh, die Piraten haben auch eine mystische Einheit oder mythische Einheit. Ja gut, aber ich denke mal, mit dem sollten wir fertig werden. Wir stampfen erstmal unsere ganzen Soldaten und los geht's. Erstmal hier drüben ist irgendein Zaun eingebrochen oder was es war, da können wir gleich mal hingucken. Akanthos vorneweg. Die Götter haben sie mit dem Meteoritensturm belohnt. Der göttliche Zauber kann jederzeit eingesetzt werden und den Ausgang einer Schlacht völlig verändern. Er kann aber nur einmal eingesetzt werden. Zeigen Sie den Piraten, wie mächtig der Zauber der Götter sein kann. Links klicken Sie zuerst auf die blinkende Schaltfläche für den Meteoritensturm, dann auf eine Stelle im Piratenlager. Direkt aufs Mittagessen zielen. Da. Ai! Was zur. Und es geht noch ganze 5 Sekunden. Jetzt hatte ich Angst, dass wir getroffen worden sind. Eieiei. Alles klar. Ja, die ganzen Götterfähigkeiten, das wird auf jeden Fall noch ziemlich lustig. Waren hier diese Bewegungsbefehle, aggressives, defensives Kampfverhalten, nicht angreifen. Ich suche mal wieder einen Befehl, den ich nicht finde. Egal, den suche ich später nochmal. Und damit geht das letzte Zelt auch zugrunde. Der Sieg ist unser. Gut gemacht, Männer. Brecht das Lager ab und beladet die Schiffe. Wir segeln mit der Flut nach Atlantis.
schreiten sie zur Hauptkampagne fort. Das Tutorial scheint zu Ende zu sein. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wenn ich hier draufklicke, kommen wir höchstwahrscheinlich gleich in der Hauptkampagne an. Aber ich sehe schon, ich sollte ungefähr die Folgenlänge für eine Probefolge, wahlweise für die erste Folge, zusammen haben. Das heißt, ich würde jetzt hier erstmal eine klitzekleine Pause machen und schauen, ob alles funktioniert hat und so weiter und so fort. Und danach sehen wir uns, wenn alles geklappt hat, zur Hauptkampagne wieder. Ja, doch, das klingt eigentlich ganz vernünftig, behaupte ich jetzt mal. Nicht, dass ich jetzt wieder 3 oder 4 Stunden rein aufnehme und mich dann wundere, warum überhaupt nichts mehr funktioniert. Warum habe ich gerade schon wieder so eine komische Satzkonstruktion gemacht? Das ist die zweite Frage, weil eigentlich wollte ich sagen, nicht, dass ich 3 oder 4 Stunden reinballer an Zeit, um aufzunehmen. Soll das ursprünglich werden? Egal, ich glaube, man hat es im Kern schon verstanden. So, jetzt ist aber gut. Ich guck mal, ob es was geworden ist. Und wir sehen uns wieder in der zweiten Folge, wahlweise in der Hauptkampagne. Von daher, bis zum nächsten Mal.